Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Jo, letztes Mal ja gut Geld gemacht. Kredit ist bewilligt. Und ja, Feld sollte auch noch ein bisschen was abwerfen, bevor ich pflüg. Weil ich muss ja noch Stroh verkaufen. Auch. So, jetzt bringe ich erstmal den Anhänger schnell weg. Und dann den Drescher weg. Ne, warte mal, den wollte Jürgen abholen, glaube ich. Und dann kriege ich hoffentlich nachher noch die Lieferung. Wobei mir da eingefallen ist, da muss ich auch nochmal gucken, dass ich ein Forstgebiet Gebiet zur Pacht bekomme. Beziehungsweise ich könnte erstmal unten bei mir am Sägewerk ein bisschen Bäume ausdünnen. Das wäre eventuell auch ein Plan. Dazu muss man gucken, was wir da machen. Jetzt bringe ich erstmal einen Anhänger weg. Ansehen muss ich eigentlich hier auf dem eigenen Feld auch noch. Müssen wir mal gucken. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Gas geben, was jetzt mal langsam das Geld verdienen angeht. Vielleicht dünge ich erstmal das Feld. Händler ist nämlich erst wahrscheinlich am Mittwoch da. Das heißt, damit kann ich eigentlich im Moment noch gar nichts anfangen. Also ich kann jetzt noch nicht im Forst unten weitermachen, leider. Ich glaube, ich werde jetzt mal anfangen zu düngen. Ich hoffe mal, dass da noch was drin ist. Ja, so wie es aussieht schon. So. Gut. Wie viel ist denn noch drin? Noch so gut wie nichts. Ah, warte mal, wir machen was anderes. Kann man einen Neumann anrufen? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Neumann. Du, ich hätte zwei Fragen. Zum einen bräuchte ich ein bisschen Dünger. Und zum anderen wollte ich fragen, ob ihr einen Ladewagen habt, den ich ausleihen kann.
Ladewagen haben wir einen, ja. Können wir auch ausleihen. Und Dünger haben wir auch. Wie viel willst du denn? Ja, also knapp 3000. Oh, das passt, ja. Kannst dann aus dem Lager holen oder wieder aus der Produktion, ist eigentlich relativ. Ja, beziehungsweise bräuchte ich erst den Ladewagen. Deshalb würde ich dir den Düngestreuer oben hinstellen. Man könnte dann irgendwann befüllen. Ja, das kriegen wir. Und den Ladewagen würde ich dann mitnehmen erstmal. Was willst du denn für das Ausleihen? 500. Okay, gut. Überweis, machen wir dann zusammen mit dem Dünger, oder? Ja, das können wir dann zusammen machen. Okay. Gut, dann danke ich dir. Ciao. Ciao. Steht der Ladewagen am Hof? Ja, der steht unter einem Unterstand. Okay. Gut, danke. Jo, Tschüss. ciao. Perfekt. 500 Euro kostet ja nichts. Haben wir locker wieder drin mit dem Stroh. Ey, wenn hier mal einer angeschossen kommt, irgendein Auto, dann habe ich die Arschkarte. Scheiße. Voll im Blitzer reingefahren. Naja, 18 Euro tun jetzt nicht weh. Also warte mal, ich wollte den doch eigentlich nur was anderes fragen. Na, vielleicht ist er am Hof. Kann ich ihn selber fragen? Oh, da rechts, da ist Mond vergammelt, so wie es aussieht. Eieiei. Dass die Bauern nicht dazu kommen, ihr Zeug zu ernten, das finde ich schlecht. Gut, Ladewagen holen, dann kann es losgehen. Ich hoffe, ich brauche nicht allzu lange. Ich will das ja sowieso direkt zum Viehhändler eigentlich bringen. Mein Hof, Heulager, Strohlager ist nämlich voll. Beziehungsweise ich könnte gucken, auf dem Tablet gleich noch, ob ich was ins Sägewerk einbefördern kann. Aber ich glaube eher nicht. Weil das steht ja still. Mal gucken. Ah, hier. Nein, da muss ich aber gerade ranfahren, sonst wird es nichts.
Immerhin. Hi. Hallo Mann. Hallo? Hallo, Herr Volker. Ach, Sie sind's, ich. Ja. Ich dachte, das ist, Sie wären der Herr Neumann, sorry. Ja, der ist gerade nicht da. Okay. Düngestreuer steht da vorne. Ladewagen nehme ich mit. Jo. Gott, ach so, nee, dann rufe ich den Neumann nochmal schnell an. Gut, danke, tschö. Jo, tschüss. Hallo, ist der Neumann? Ja, Neumi, du, ich wollte noch eins wissen. Wann wird denn der, ich habe doch letzte Woche einen Kredit beantragt. Ich bin gleich wieder am meinen Hof und dann mache ich das fertig. Okay, Subi. Danke. Du. Tschüss. Tschüss. Was ist denn hier jetzt los, ey? Schläuche nochmal überprüfen. Warte mal, ich muss Steuern noch bezahlen. Das mache ich gleich, wenn ich am Feld bin. Nur 4.000 Euro an die Gemeinde überweisen. Für die Gerste, die ich letzte Woche ans LU verkauft habe. Damit es auch alles seinen rechten Weg hat, sonst kriege ich hier noch ein paar Problemchen. Und die kann ich gerade überhaupt nicht brauchen. Jetzt los. Der kleine Johnny hat schon ordentlich zu schleppen hier. Jürgen. Hallo? Hallo? Ja. Ah ja, hi. Ich erwarte diese Woche vom Händler eine Lieferung. Wollte ich fragen, ob du mir die an Hof bzw. an Sägewerk springen kannst. Ja. Geht um einen, oh Gott, wie heißt denn das Ding? So ein Teil zum Bäume fällen. Unsinn. Ja, genau, so ein Scorpion King. Genau. Oh ja, immerhin. Und nenn den kleinen Jens Hacker, nur dass du weißt, was du brauchst. Jo, immerhin. Jod. Und sonst laufen die Geschäfte. Oh ja, ich bin gerade hier oben beim LU. Was machst du da? Komplett-Service. Ach, Fahrzeuge oder was? Ja, bin jetzt gleich aber fertig. Okay, habe ich jetzt den falschen Anhänger mitgenommen? Hoffe ich mal nicht. Kann ich den jetzt Ah, sagen? nee, funktioniert. Okay, gut. Ich würde noch mal Bescheid geben, wenn es soweit ist. Jo, mach das. Gut. Und der Drescher steht noch an Feld 81, ne? Ja, und jetzt? Ja, du hattest letzte Woche gesagt, du holst ihn ab. Ne, 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 ne. Doch, 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 doch. Ne. Doch. Hä? Doch. Ich hab da durch das Telefon was mitgekriegt. Was hast du denn mitgekriegt? Dass du ihn runterbringen wolltest, hat sich erledigt, hat's dir gesagt am Telefon. Beim Neumann. Ah, stimmt, ja, ich du, sorry, habe ich verpeilt. Ja, stimmt, weil mein Ding, mein Glas steht ja noch bei dir. Habe ich ganz vergessen.
Alter, ich glaube, ich brauche sowieso den Glas. Der Johnny ist irgendwie zu schwach auf der Brust. Jo, okay, stimmt. Habe ich vergessen. Gut, wie gesagt, ich melde mich dann. Jo. Tschö. Jo. Stimmt. Habe ich ganz vergessen, ey. Ich bin zurzeit so vergesslich. Gibt's ja nicht. Ja, aber ich werde wahrscheinlich den Glas relativ flott holen, weil irgendwie ist das nicht so das Wahre. Dass sie nicht mal mit so einem bisschen Ladewagen zurechtkommt. Und gerade Allrad einschalten. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Wie mache ich denn das jetzt am doofsten? Das Ding mir auch noch genau im Weg, ey. Naja, aber für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.